willkommen zu einer neuen Review. Und zwar habe ich euch ja schon mal gesagt, dass ich jeden Monat mindestens ein Bild machen möchte, das schon sehr lange auf meinem Stash liegt. Diesen Monat ist eines auf jeden Fall geworden, dieses hier. Die Eisprinzessin, denn die habe ich am 11.12.2021 erhalten. Bestellt habe ich sie beim AliExpress und zwar im Disney Dropshipping Store. Es waren runde Acrylsteinchen, insgesamt 5 Farben. Es ist also ein Teilbild. Ja, die Maße hat 30x40, aber jetzt muss ich mal gucken. Es ist, glaube ich, sogar das Bild 30x40. Ja, also das Bild hat 39,7, ja, mal 30. Also das ist das Bild, zwar nicht voll gepainted, aber das Bild an sich hat die Maße, nicht die Leinwand, was richtig, richtig schön ist. Ja, und ihr seht, es ist sogar richtig schön rausgekommen. Ich bin ja nicht so der Fan von Teilbildern. Aber ich muss sagen, die Qualität der Steinchen waren toll. Die sind schön gleichmäßig. Die haben auch einen super Glanz. Und die Farben, finde ich, die Farbzusammenstellung sieht auch super aus. Und guckt mal, wie schön, seht ihr das, wie das glänzt? Ja, die liegen einfach toll. Es ist quasi ein Kreis aufgezeichnet gewesen mit der Bezeichnung von der Farbe. Und die Steine haben wirklich wunderbar drauf gepasst und die Klebekraft war toll und es hat richtig, richtig Spaß gemacht, dieses Bild zu painten. Ich habe das am 21.06.2023 angefangen und habe es auch am gleichen Tag beendet. Ging ja ruckzuck, wie gesagt, es war nicht so viel zu painten, es sind ja letztendlich nur die Haare gewesen, der Zopf hier, das Kleid und hier dieser Handschuh mit diesem Eiskristall. Und ja, ich bin ehrlich gesagt, ich bin begeistert. Ich hätte nicht gedacht, dass es so schön rauskommt. Ich muss es jetzt noch versiegeln. Das habe ich jetzt noch nicht gemacht. Das mache ich dann noch. Und dann kommt es in meine Mappe rein. Ja, aber ich sage, ich bin wirklich begeistert. Das Bild sieht einfach nur mega schön aus. Ich finde aber auch den Druck, finde ich absolut gelungen. Ich meine, klar, da ist ein Bild abgedruckt, das ist ja nicht das Problem. Aber ich finde auch, ja, dieser Druck ist richtig schön. Also es gibt ja so verschwommene Bilder und es gibt welche, die richtig schön klar sind. Und schaut mal, wie die Augen rauskommen, wie der Mund rauskommt, der Hintergrund und so. Also ich muss sagen, das ist ein wirklich tolles Teilbild, ich bin da echt begeistert davon. Ich hätte wirklich nicht gedacht, dass es so schön rauskommt. Und ja, ich freue mich jetzt auch, dass es gepainted ist. Ich hatte das schon öfter mal in der Hand, habe es aber dann immer wieder zur Seite und denke mir so, weiß nicht, auf ein Teilbild habe ich jetzt keine Lust. Und ja, als ich jetzt so meine Mappe durchgeguckt habe, weil mein Mammutprojekt, das stockt jetzt gerade. Das painte ich jetzt gerade nicht, aber nicht, weil ich nicht will, sondern weil ich auf AB-Steine warte. Und ich habe gesagt, wenn dann alle Steine da sind, dann mache ich an meinem Mammutprojekt weiter. Und beziehungsweise fange es dann mal richtig an. Ich habe ja noch nicht viel gepaintet. Und dann habe ich gedacht, komm, jetzt machst du das hier zwischendurch mal. Das geht schnell. Einfach mal so zwischendurch weggepaintet. Und es hat richtig Spaß gemacht. Und ja, ich habe hier mit diesem Eiskristall habe ich angefangen. Und ja, dann bin ich an die Haare hier oben, habe die Haare gemacht. Und je mehr man fertig wurde oder je mehr man gepainted hat, ich fand es umso schöner. Auch die Farben, wie die miteinander harmonieren. Und ja, ich habe das dann wirklich ruckzuck eigentlich durch. Ich habe dann die Folie auch ganz abgezogen, als ich die Haare, also war ich dann quasi hier. Und dann habe ich hier die Folie komplett abgezogen und habe dann Farbe für Farbe weiter gepainted. Und ich war da wirklich, ich war ruckzuck damit durch. Und ich freue mich, dass ich es jetzt fertig habe. Und ja,
Sieht doch toll aus, oder findet ihr nicht? Ja, Steine waren auch genügend dabei, kann ich euch mal zeigen. Ich habe die jetzt auch nicht in so Dösen rein, sondern ich habe sie gleich in den Beutelchen drin gelassen. Ihr seht, ich habe hier von der 210 noch jede Menge übrig. Von der B5200 habe ich jede Menge übrig. Von der 797 habe ich noch übrig. Dann die 3846 habe ich noch ein paar. Und die 333 habe ich auch noch übrig. Die werde ich jetzt dann gleich wegsortieren, dass die wieder aufgeräumt sind. Und dann werde ich, wie gesagt, das Bild versiegeln. Und ja, dann, wenn es dann morgen trocken ist, brauche ich so circa 24 Stunden, bis es richtig durchgetrocknet ist. Und dann kommt sie in meine Mappe und ich freue mich, dass ich es fertig habe. So, ihr Lieben, das war's für dieses Review. Ach so, gepainted habe ich natürlich wie immer. Das ist einfach gerade so mit diesem Stift hier. Kann ich euch unten verlinken. Und ja, mein Plattschiffchen natürlich. Mit dem habe ich, das ist ja mein Lieblingsstiftchen, mit dem habe ich gepainted. Und mit dem normalen roten Wachs. So, jetzt haben wir es aber für dieses Video. Schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Und ihr wisst ja, wenn es euch gefallen hat, ich freue mich über ein Däumchen nach oben. Und ansonsten, passt auf euch auf, bleibt gesund und habt noch einen ganz, ganz tollen Tag. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Und bis dahin, tschüss!